Ja, schaut euch diese Sessel an. Hier, das ist Kino. Also, da kann man für 8 Euro richtig was erleben. Grüße aus Fukushima. Ja, da fängt auch schon das Problem so ein bisschen an. Es ist ein äußerst komplexer Film, nämlich mit einer jungen Frau, deren Leben ziemlich den Bach runtergegangen ist. Ich möchte euch ein paar Dinge fragen, die mich beschäftigen. Und deswegen muss sie unbedingt raus, und zwar raus aus Deutschland, möglichst weit weg. Was bietet sich mir an als Japan? Da kennt sie zwar auch keinen, aber sie hat eine Organisation, Clowns for Help, bei der sie irgendwie assoziiert ist, und sie dachte, sie geht mit denen irgendwie nach Japan, in dieses Krisengebiet Fukushima. Sie ist selber nicht von dem Ganzen überzeugt, der Zuschauer auch nicht, und denkt, wo bin ich hier überhaupt, muss ich das alles gucken? Und wie kann ich mich daran erinnern, dass dies mein Leben ist? Dann beginnt der Film richtig interessant zu werden, weil sie lernt nämlich in diesem Camp eine ältere Frau kennen, die unbedingt wieder in dieses Sperrgebiet zurück will, in ihr altes Haus, und geht dann mit ihr mit, reisen dann zusammen in dieses Sperrgebiet, in dieses Haus. Und da erlebt sie dann sehr interessante Dinge. Sie bekommt mit, dass sie es mit einer Geisha zu tun hat. Sie waren eine Geisha? Ich bin eine Geisha, die letzte hier. Die ihr dann auch so ein bisschen das Benehmen beibringt. Und beide haben Geschichten in der Vergangenheit, die noch nicht aufgearbeitet sind und die sie aber immer noch sehr bewegen und die dann langsam wieder ans Licht kommen. Du trägst einen Geist auf deinen Schultern, jemanden, den du verloren hast. Die beiden Frauen reißen sich sozusagen am eigenen Schopf so ein bisschen wieder raus aus dem Sumpf, was sehr beeindruckend ist. Was würdest du sagen, was ist das Thema des Films? Ja, das Thema ist das Entwurzeln und das Entwurzeltsein und das trotzdem wieder sich zusammenraufen. Wer glaubst du, ist die richtige Zielgruppe für diesen Film? Alle, die sich auf ein Abenteuer einlassen. Und zwar auf ein Abenteuer nicht genretechnisch, also irgendwie ein Indiana Jones, sondern auf ein Seelendrama und einfach Leuten dabei zugucken wollen, wie sie ihre Vergangenheit bewältigen und in die Zukunft gucken. Leute, die Spaß haben an sowas, die werden, glaube ich, ziemlich was dabei rausziehen.